Der digitale Schuhkarton oder wie bewahre ich Erinnerungen in elektronischer Form am besten auf? Eine Geschichte über die Herausforderungen der elektronischen Langzeitarchivierung mit Tipps und Tricks für den Privatgebrauch. Es gibt einige wichtige private Dokumente wie Zeugnisse oder Urkunden, die man besser lang, am besten lebenslang aufbewahrt. Und es gibt Dinge, die einem ans Herz gewachsen sind und die man darum auf keinen Fall aussortieren oder wegwerfen will. Aber viele unserer liebgewonnenen Erinnerungen sind mittlerweile digital. E-Mails, Digitalfotos, WhatsApp-Chats, Facebook-Auftritte, Videos, Twitter-Nachrichten und vieles mehr. Wie sichere ich diese wichtigen Daten und halte sie lesbar? Und wo bewahre ich sie am besten auf? Der Schuhkarton unterm Bett ist dafür wohl kaum geeignet. Das sind Toni und Noah. Toni liebt Fernreisen und möchte die umfangreiche Fotosammlung sichern, sodass man sich auch in 50 Jahren noch an den Bildern erfreuen kann. Noah hat einige Videos der Enkelkinder, die aufbewahrt werden sollen. Die Enkel sollen sich das später, wenn sie größer sind, auch mal ansehen können. Toni hat alle Daten auf dem Laptop. Noah legt sich die Kassetten der Videokamera in einen Schrank. Beide überlegen, ob diese Art der Aufbewahrung sicher genug ist, um die Informationen auch in einigen Jahrzehnten noch nutzen zu können. Tatsächlich ist es Toni bereits passiert, dass einzelne ältere Bilder nach Anschaffung eines neuen Laptops nicht mehr betrachtet werden konnten. Aber was wäre zu tun? Die Empfehlung für Toni wäre, die Bilder sowohl auf dem Laptop als auch auf einer externen Festplatte zu sichern und sich ein Bildverwaltungsprogramm anzuschaffen. Hierfür gibt es einige Produkte für den privaten Hausgebrauch am Markt. Mit Hilfe des Programmes lassen sich die Dateien sortieren, in eine hierarchische Struktur bringen und mit Metadaten, das heißt Informationen zu jedem einzelnen Bild, versehen. Digitalkameras vergeben in aller Regel automatisiert Metadaten, die als wichtige Kontextinformationen zum eigentlichen Bild unbedingt aufbewahrt werden sollten. Dazu gehören Angaben zum Erstellungsdatum, zur Dateigröße, zum Dateityp und zur Farb- und Bildtiefe. Toni sollte sich in jedem Fall die Mühe machen, die Dateinamen, die die Kamera vergibt, händisch zu ändern und sinnvollerweise einen sprechenden, aber kurzen Bildtitel zu vergeben. Die Bildverwaltungssoftware erlaubt es, darüber hinaus zusätzlich Informationen zum Bild, zum Beispiel ein Schlagwort, aufzunehmen. Ein wichtiger Punkt sind dann noch die Dateiformate. Gängige Formate für Bilder sind JPEG und PNG. Sofern Toni die Bilder nochmal nachbearbeiten möchte, wäre ein verlustfreies Format wie TIFF oder DNG geeigneter. Der Nutzungszweck bei einer langfristigen Aufbewahrung muss also auch immer mit bedacht werden. So, damit hätte Toni die Bildsammlung vorbildlich gesichert. Die Ursprungsdaten wären unabhängig voneinander redundant an mindestens zwei Orten in archivfähigen Formaten gespeichert und die Informationen zu den einzelnen Bildern ließen sich über das Bildverwaltungsprogramm abfragen. Auch Tonis Nachfahren könnten sich so zu einem späteren Zeitpunkt in der Sammlung zurechtfinden und sich alte Bilder ansehen. Ach ja, noch etwas. Sofern damit gerechnet werden muss, dass das ein oder andere Bild mal irgendwo veröffentlicht werden soll, sind Angaben zum Rechteinhaber natürlich ganz wichtig. Rechteinhaber ist immer die Person, die das Bild gemacht hat. Wenn jemand außer Toni ein Bild, das Toni gemacht hat, irgendwo präsentieren möchte, dann muss er sich von Toni hierfür eine Genehmigung geben lassen. Wenn Toni nicht bereit ist, Nutzungsrechte abzugeben, darf niemand außer Toni diese Bilder verwenden. In einer Bildverwaltungssoftware lassen sich auch diese Daten nachhalten. Toni ist nun zufrieden. Für die Bilder wurde eine Lösung gefunden. Aber was ist mit Noah? Wie ist mit den Filmen umzugehen? Das könnte komplizierter sein, denn hier gibt es eine Bild- und eine Tonspur zu erhalten. Beide Inhalte, Bild und Ton, werden in ein Behälterformat oder auch Containerformat hineingelegt. Hier wäre die erste Empfehlung, die Filme zunächst digitalisieren zu lassen, wenn sie nicht schon in einem digitalen Format vorliegen.
Hierfür gibt es Dienstleister, die analoges Filmmaterial digitalisieren können. Wie bei digitalen Bildern muss man auch bei digitalisierten Filmen Dateiformate für den Container wählen, die sich für eine möglichst dauerhafte Archivierung eignen. Gute Voraussetzungen bringen Containerformate mit, die weit verbreitet und offen, das heißt herstellerunabhängig sind und mit einer möglichst niedrigen Kompression arbeiten. Dazu gehören Matroschka, Motion JPEG 2000 und MP4. Muss Noah die Videodateien in ein entsprechendes Format konvertieren, finden sich dafür frei zugängliche, kostenfreie Softwareprogramme im Internet. Wie Toni kann auch Noah sich eine Übersicht über alle aufzubewahrenden Filme erstellen und Metadaten zu jedem einzelnen Film aufnehmen, wie Titel-Dateiname, Dateilänge, Dateigröße, Dateityp, Erstellungsdatum, Farbtiefe, Titel, Urheber, Sprache, Ort der Aufnahme, Komprimierungsart und schlussendlich Schlagwörter. Toni und Noah haben sich über die verschiedenen Problematiken bei der dauerhaften Aufbewahrung von Digitalbildern und Videofilmen per E-Mail ausgetauscht. Wie archiviert man eigentlich E-Mails? Dieser Frage wollen sich Toni und Noah beim nächsten Mal widmen. So wichtig für Toni und Noah der Erhalt ihrer privaten Unterlagen ist, es hängen viele Erinnerungen daran und die einzelnen Daten haben einen hohen emotionalen Wert. So wichtig ist der Erhalt unseres digitalen kulturellen Erbes. Archive haben dafür einen gesetzlichen Auftrag. Aus diesem Grund verfügt auch die Stadt Köln über ein elektronisches Langzeitarchiv. Die Archivarinnen und Archivare müssen sich mit ganz ähnlichen Fragestellungen wie Toni und Noah auseinandersetzen. Nur, dass es hier um deutlich umfangreichere Daten und komplexere Strukturen und Zusammenhänge geht. Neugierig geworden? Dann kontaktieren Sie uns gern für weitere Einblicke in das Thema der elektronischen Langzeitarchivierung. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.